Tschüss, Papa. Ja, tschüss. Ruf Papa an. Die Handynummer von Papa wird angerufen. Der Teilnehmer ist im Moment nicht erreichbar. Papa! Was ist denn hier passiert? Ich weiß nicht. Ja, schon wieder die Treppe runtergestürzt. Man kann dich nicht mal ein paar Minuten alleine lassen. Mama, das langt. Das war ja nicht das erste Mal. Aber er fängt sich doch wieder. Und wer soll ihn fangen, wenn er weiter von oben fällt? Was machen wir da jetzt? Dass das alles so teuer wird, hätte ich nicht gedacht. Und du weißt ja, Papa will aus dem Haus nicht raus. Aber du bist ja nicht immer da und kannst aufpassen, dass er sich nicht wieder alleine die Treppe hochkämpft. Ein Treppenlift ist da wirklich sicherer und auch günstiger. Ich rufe da mal bei diesem Vergleichsportal an. Die hatten neulich so eine nette Werbung im Fernsehen. Oh, bloß nicht, Mama. Diese Portale sind auch nur Makler, die eure Adressen an Händler verkaufen. Die schicken sie euch dann ins Haus. Die zeigen euch irgendwelche Hochglanzprospekte und pochen dann auf eine Unterschrift. Ach, du immer mit deiner Meckerei. Ich rufe da jetzt an. Bagel24, Ihr Preismakler. Guten Tag. Sie möchten eine Lebensversicherung? Nein. Ach ja, sorry. Nice. Sie waren der Kunde mit der Einbauküche? Nein, wir brauchen einen Treppenlift. Ah, einen Moment. Ja, ja, ich verbinde. Hello, please remain on the line for next available operator. Thank you. Deshalb habe ich da schon mal jemanden aus Niedersachsen rausgesucht. Und den rufe ich jetzt mal an. Sima Treppenlifte, guten Tag. Guten Tag. Wir brauchen wohl einen Treppenlift für meinen Vater. Dann wollen wir einmal schauen, wie wir ihn optimal weiterhelfen können.